bin jetzt draußen hier vor meinem Laden. Es ist Sonntagmorgen für euch, wenn ihr schaut, natürlich Freitagmorgen. Ihr habt das Wochenende noch vor euch, aber da habe ich ja natürlich mal meinen Laden auf, hier zu tun. Und dann kann ich sonntags YouTube-Videos drehen oder für mich was Schönes anfertigen. Deswegen gibt es gleich meinen Kranz, den kennt ihr schon, den habe ich schon mal für Weihnachten fertig gemacht mit Amaryllis, den Mooskranz, eine schöne Holzkiste, Schale. Der muss ein bisschen refreshed werden. Die Muscheln und Schnecken sehen noch gut aus und ich habe mir hier mal ein paar sukkulente Speckpflanzen, sind ja meine, wer mich kennt, weiß das, absoluten Mitlieblingspflanzen. Und hier ist eine mega geile Qualität gerade. Ich drehe das mal in die Kamera. Es hat heute Nacht ein bisschen geregnet. Die schönen großen Wassertropfen. Frischer geht's nicht, knackiger auch nicht und schöner von der Farbvielfalt auch nicht, weil alles dabei ist. Schönes Weinrot, so ein Brombeer-Bärenton, ein Grünton. Auch die Kombination, wie es hier jetzt schon so ist, so würde ich mir das in ein Gefäß komplett reinpflanzen. Das finde ich einfach toll. Ja, dann habe ich aber auch ein paar größere gesehen. Die fand ich auch richtig toll von der Qualität. Da sieht man auch, was das so ausmacht, wenn man mal so einen ganzen Topf hier hat. Richtig schön und grün und wenn man ganz dicht dran geht mit so kleinen Härchen, als wenn da die Spinne zu Hause ist und sich ihr Nest gewebt hat, beziehungsweise hier sieht man es noch besser. Da ist wirklich, geht es von einer Blattspitze zur anderen, wie so ein gewebter Faden. Und das ist einfach, ich finde, ich bin fasziniert von diesen Pflanzen und ich freue mich darüber, dass wenn wir jetzt so einen heißen Sommer wieder bekommen, dass man dann einfach auch Pflanzen hat, die da gut mit umgehen können. Und ihr seht auch schon an der Qualität, das ist jetzt Spitzenqualität und auch 1A-Qualität. Und dann gibt es halt auch so Qualität, wo man sagt, ja, kann man machen, dann ist dann der Topf nur noch halb voll mit Pflanze. Ist natürlich der Topf auch insgesamt günstiger. Ich schätze mal, dass sie auch einfach teilweise nur raufgesetzt wurden, weil sie gar nicht richtig verwurzelt sind. Die sehen mir so aus wie Ableger. Da hat irgendjemand Töpfe mit Erde voll gemacht. Siehst du, guck mal, die sind gar nicht richtig verwurzelt. Aber da ich sie ja sowieso lösen möchte, werde ich für meinen Kranz genau diese Art von Qualität nehmen, weil sich das einfach anbietet. Ihr seht das hier auch. Ne? Es ist nicht richtig, sitzt nicht richtig drauf, aber trotzdem eine ganz witzige Sorte. Ja, da gucke ich dann halt immer nach, was gibt es so für Qualitäten und ich möchte auch unbedingt diese verarbeiten. Die meisten, die man bekommt, sind immer diese. Man hat sogar so eine Weinrote dabei. Die sieht auch toll aus. Also es macht ja sowieso immer der Mix, aber diese möchte ich gleich verarbeiten, weil die toll zu meinem Muschelkranz in grün-blau, also so gräulich-blau passt. Die kleinen nehme ich nochmal mit. Ja, ich hole gleich nochmal was nach. Aber das passt doch schon mal ganz gut zusammen, ne? Also, so, ich brauche ja noch mehr Pflanzen, aber hier habe ich auch noch so eine schöne Kombi an Pflanzen. Es müssen ja nicht immer die sukkulenten Speckpflanzen, es gibt ja noch viele andere, die man toll benutzen kann. Wie zum Beispiel hier die nachher. Das sind Steingartengewächse, die auch richtig schön. Sedum, also gelb blühen. Sedum passt super zu Speckpflanzen, zu Sukkulenten. Auch diese finde ich ganz witzig. Also sind ja alle so ein bisschen unterschiedlich. Sedum Symphonie, wunderbar. Eigentlich ist das Ganze hier eine Symphonie. Auch diese sehen noch toll aus hier. Ich finde ja auch diesen ganzen frischen Grünton so klasse. Dieses Grün-Grau, das hat richtig was. Hier ist schon mal auch so eine Palette, wo man sieht, wie toll man das alles miteinander kombinieren und pflanzen kann. Da passt also auch wirklich dieses ganz helle Grün. Das ist auch irgendwie süß hier sowas, ne? So ganz kleiner Schnickschnack. Würde man vielleicht so gar nicht erkennen. Aber wenn man das, hier ist sie jetzt auch schon, mal ist sie ein bisschen länger, rankeliger und weiter. Das sind eben alles so Pflanzen, die man... Wenn man zum Beispiel einen Frischblumenkranz macht, dann würde ich das jetzt abschneiden, damit reinstecken mit Muscheln, wenn ihr irgendwas Frisches machen möchtet. Oder eben einen tollen Topf habt, wo ihr das reinsetzt, die Schnecke hier rein, Übertopf. Das sind die Pflanzen, wo wir jetzt hier auch eben wirklich krass mitarbeiten. Krassula. Ja, also wie ihr seht, viele schöne, tolle Sachen, aber jetzt gehe ich wirklich rein und fange mal an, sonst komme ich gar nicht in Quark hier. Stopp, das muss ich euch noch eben zeigen, bevor ich reingehe. Guck mal, diese schönen Körbe. Weil wir die fertig gemacht haben mit dem ersten weißen Schopflavendel. Den finde ich, finde ja überhaupt weißen Lavendel toll. Und dann mit unseren schönen grauen, grau-weißen Schnecken oder Muscheln da drin. Das sieht doch super aus, lässig mit dem Band. Ist doch ein tolles Mitbringsel, oder? Das auf dem Terrassentisch passt sogar zu meinem Outfit. Würde ich sofort verschenken. Ja, sowas haben wir halt natürlich immer freitags da, hier vorne gleich im Eingangsbereich. Aber jetzt geht's ran an die Arbeit.
So, diese Schale kennt ihr bestimmt. Die habe ich nämlich schon mal Weihnachten. Darunter ist ja der Mooskranz und da waren Amaryllis drauf, die so aussehen, die ich dann letztes Jahr schon zum Sommer habe eintrocknen lassen und gedacht, das kann auch noch hier so da drin sein. Sieht immer noch gut aus, man kann es auch so stehen lassen, aber man kann es auch noch ein bisschen refreshen. Das heißt, ich bin jetzt so weit, dass ich die Amaryllis-Knollen, Zwiebeln hier mal so rausnehme. Na, richtig. Die sind, da passiert nichts mehr, die sind richtig trocken, da kommt auch nichts mehr, die sind eingetrocknet. Und dadurch entstehen ja jetzt hier wieder ganz neue Freiräume, wo ich die Sukkulenten zwischensetze. Und das ist eigentlich mein Alljahreskranz, mein Erlebniskranz, immer wieder anders fertig mache. Ich weiß auch nicht, wie er nächstes Jahr aussieht oder wie sich das ganze Spiel weiterentwickelt, weil... Ja, das ist einfach, sowas wächst. Das ist wie eine Wohnung auch, die ist ja auch nicht von jetzt auf gleich fertig. Es kommen immer Sachen dazu, manche gehen auch mal verschwinden, weil man sie nicht mehr leiden mag. So, und so ist das mit diesem Werkstück hier auch. Das macht mir halt total Spaß, so Dinge auch aufzuarbeiten. Ne? Wieder, das ist so ein bisschen wie ein Restaurateur. Was brauchen wir? Wir brauchen die Pflanzen. Und das zeige ich deshalb nochmal so ausführlich, weil ich schon ganz oft gefragt wurde, ja, wie ist das mit der Haltbarkeit? Also wenn man die aus dem Topf rausnimmt, nehme ich ja wirklich einen ganz großen Teil vom Erdballen ab und auch vom Wurzelwerk, weil ich will sie ja nur ganz flach einsetzen. Und als ich das mal für eine Deko auf dem flachen Holzbrett gemacht habe, kamen ganz viele Kommentare, ja, aber wie ist es dann mit der Pflege, mit dem Gießen? Und ich habe wirklich nur die Pflanzen ganz flach auf das Brett gesetzt und mit Moos eingekeilt an den Seiten und mit Wickeldraht ganz stramm rangezurrt. Das geht und das hält auch. Und hier haben wir ja noch als Unterlage dieses ganz alte trockene Moos, wo jetzt die letzten Amaryllis-Zwiebeln rausgenommen werden. So, teilweise kann man hier bis auf den Kranz gucken und jetzt setze ich die Pflanze. Bestmöglichst integriere ich sie hier, sodass sie sich wohlfühlt und hier auch reinpasst. Einfach mit einem schönen Steckdraht. Ihr könnt auch Drahtkrampen nehmen, Efeunadeln, je nachdem, was ihr möchtet. An der Seite vorbei und die Pflanzen feststecken. Das habe ich schon alles in anderen Videos auch gezeigt, aber die Werkstücke sehen ja trotzdem immer wieder anders aus, weil es immer wieder andere Sachen sind. Und letztendlich, Thema Sommer, da hat man halt eben so seine Lieblinge und die Pflanzen, die man nimmt und braucht. Und jetzt kommen nämlich auch immer diese kleinen mal ins Spiel, die ich euch eben vorgestellt habe. Wo man ja wirklich eh nur wie so ein kleiner Ableger. Vielleicht habt ihr auch ein paar Ableger, die ihr nutzen könnt. Dann braucht ihr gar keine ganzen Pflanzen kaufen. So, ihr seht, wie das so, wie ich da rangehe an die Sache. Ne? Also ich gucke schon, wie passen die Pflanzen rein in meine Freiräume, die ich jetzt hier so habe, damit es am Ende auch wirklich eine durchgestaltete Geschichte ist. Und das ist auch nicht mal eben gemacht. Also ihr seht ja, hier sind einige Baustellen. Deswegen würde ich sagen, ich lege jetzt mal los, ein bisschen schneller. Und dann, ihr seht, wie ich rangehe an die Geschichte. Und wenn es gleich fertig ist, dann seht ihr nochmal den ganzen Kranz. Ich bin jetzt mit meinem Kranz hier in den letzten Zügen und ihr seht, er sieht schon gleich viel fresher aus. Was macht das doch aus, in dieser Mittelmeerlandschaft, diesem Muschelparadies, die Sukkulenten zu platzieren. Ganz wichtig jetzt eigentlich noch, dass ich die alle so ein bisschen anfeuchte mit dem Sprühgerät, dann sieht es noch mal besser aus. Und das mache ich auch so alle 2-3 Tage und dann kann er bei mir auch voll in der prallen Sonne auf dem Balkon, Terrasse irgendwo stehen. Das macht ihm gar nichts aus. So ist jetzt mein neuer Kranz. Und vielleicht kommt dieses Jahr der silberne Hummer da rein. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich hier das gestalte. Ich mache auch mal was anders. Und was ganz Besonderes zu dem maritimen... Oh ja, Fusch am Bau, Frau Riedebusch. Einmal noch die Muschel hier oben wieder ran. In einem der nächsten Videos kann ich euch jetzt schon mal verraten, das ist für alle Sylt-Liebhaber, wird was ganz, ganz Edles geben mit Hummern in Gold. Ihr werdet begeistert sein. Also ich finde es mega, mega toll, was ich da vorhabe, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Kommt in einem der nächsten Videos.
Ja, so, dann platziere ich den jetzt mal draußen in meiner oder an meiner Holzbank. Und wenn ihr sagt, oh ja, aber das ist ja so ein großes Teil, ne? Ihr könnt das ja alles auch in klein machen. Und ich habe noch eine kleine Idee, die habe ich am Dienstag beim NDR gezeigt. Das ist schon ein bisschen her, wenn ihr das jetzt seht vielleicht. Ne? Also für mich jetzt ist es eine Woche her, deswegen sind die Blumen auch noch so schön. Das ist eine ganz kleine Tischdeko gewesen. Wenn man jetzt vielleicht irgendwie eine Party hat, Konfirmation oder irgendwas. Einweggläser, Papier rübergestülpt, ein bisschen festgebunden, kleines Namensschildchen ran. Wenn ihr das jetzt mit braunem Packpapier nehmt, könnt ihr dann auch wunderbar, das hatte ich nämlich ganz vergessen oder nicht mehr geschafft in der Zeit, die Fläche nutzen, um ein Thema rein zu dekorieren. Wie zum Beispiel hier mit ein, zwei kleinen Schnecken und Muscheln raufgeklebt. Für alle die, die sagen, ja Mensch, mit sowas Großen, da kann ich gar nichts anfangen. Bei mir geht nur was Kleines, ob jetzt für kleine Fläche oder den kleinen Geldbeutel. Ich habe auch für euch eine kleine schnelle Idee parat. Die Farben, sehen die nicht aus wie frisch gemachtes Eis? Zitroneneis? Sorbetfarben? Richtig toll, die Ranunkeln. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel Hochzeit auch, da nehmt ihr weißes Seidenpapier und eine schöne Edenrose, so eine rosa, also eine weiße mit rosa, kennt ihr die dicken, schön kurz da drauf gesetzt, weißes Seidenpapier, vielleicht so ein Bändchen in Satin, in farbig dazu. Also das wären jetzt nochmal so eben schnelle, kleine, passende Tischdekorationsideen für den Sommer. Ja, und was passt noch toll zu solchen Geschichten? Irgendwie so kleine Baumhänger oder in den Strauchhänger oder an die Türhänger. Sterne, denkt man, gehen nur zur Weihnachtszeit. Nein, sie gehen auch im Sommer. Einmal fresh mit Moin und einmal fresh mit Ahoi für alle, die den Norden lieben. Und irgendwie sowas, ja, ich würde dann irgendwie so einen Ast hinhängen und mir mehrere davon oder einen an die Tür oder an die Türklinke. Also ich finde, das passt alles so schön zusammen. Ja, die haben wir natürlich neu im Shop und wir haben noch ganz viele andere schöne Sachen. Guck mal, ist das nicht ein Traum? Muschel an Muschel, alles in diesem lila Fliederton. Auf dieser silbernen Alukastschale, echter Seestern, bisschen Seegrastampen, diese Taue, die wir machen. Das ist ja genau unser Stil, unser Nordstil. Einfach ein Kranz, ein Accessoire, weniger ist mehr, ein, zwei, drei Teile. Ich liebe es, wirklich. Das ist richtig, richtig schnieke und schick. Und wir haben hier noch einen, der ein bisschen aufwendiger dann ist, aber genauso toll und schlicht in seiner Klarheit. Das ist jetzt eine Alukas-Schale, die so ein bisschen höher ist, gewölbt. Dann der Amimarius-Kranz, gewachst in Grau. Auch wieder ein schöner Hummer. Und die Muscheln im Wechsel. Graues, geäst, schwarzes nochmal drüber gelegt, um so die Höhe zu bekommen. Na, das ist, also jeder Kranz ist hier ein Unikat. Total individuell gestaltet. Und da stecken wir wirklich unser ganzes Herzblut rein. Und für alle, die Silber mögen, aber auch Gold, habe ich noch eine Kleinigkeit in Gold. Ist das nicht edel hier? Die Ripsalis und wo noch das Ei drin war, ist jetzt eine schöne goldene Schnecke drin mit einer Feder und Goldspitze. Und hier, guck mal, sind die nicht schön? Die goldenen Fische. Ich finde die so edel, ich finde, das sieht so cool aus. Und wir dekorieren das im Moment hier noch so mit dem, das finde ich auch toll, das sind Kastanien. Zweige, die jetzt so schön austreiben. Echter Schneeball, unechte Pflanzen, immer im Mix so ein bisschen kombiniert. Gold und Grün. Ja, also, ich hoffe, ich konnte euch wieder ganz, 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 ganz viel Input geben. Viele neue, frische Ideen, die ihr dann umsetzen könnt oder ihr könnt mich auch uns hier besuchen kommen zu unserem Sommer-Event. Oder auch sonst freitags im Laden. Und wenn euch das Video mit den vielen Ideen gefallen hat und Spaß gemacht hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und bedanke mich. Gerne abonniert den Kanal, dann seid ihr immer schnell auf dem Laufenden dabei, was es Neues gibt. Und wir sehen uns in Kürze mit Würz. Ich bereite jetzt mal das nächste Special-Video vor. Tschüss!